Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Achso, beim Untersee. Entkomme aus den Tunneln und melde dich im Schloss. Okay. Ach du Scheiße. Ach Gott. Okay, also da komme ich erstmal nicht weiter. Die Tür ist von der Seite zu, das heißt nur von der anderen Seite kann ich sie aufmachen. Super. Ja, das fängt ja schon mal super an. So, ich schaue mir mal kurz so die... Ja, das mit der Bombardierung finde ich nicht so toll. Magischer Schild, genau. Den würde ich jetzt allerdings auswechseln mit den mit dem Geierschild, genau. Das sieht nämlich nicht schlecht aus. So. Okay. Dann müssen wir erstmal hier wohl weiter. Genau. Ging es denn hier nach oben? Irgendwo hier? Okay. Gott, oh Gott, wieder so viele Gänge. Hui. War knapp. Moment, ich gehe erstmal hier nach oben, weil ich wissen will, ist das wieder eine Tür, die ich jetzt nur von der anderen Seite aufmachen kann. Ja. Toll. Jetzt nix, okay. Ja, dann erstmal hier weiter. Okay, Knochen. Eine Kiste mit Juwelen. Warum auch nicht? Okay, hier gibt es aber viele Türen, die jetzt nur von der anderen Seite aufmachbar sind. Ja, nur von der anderen Seite. Und wieder nur Juwelen. Jetzt bekomme ich echt fast nur Juwelen. Oh, Flammenwerfer. Tja, will ich jetzt nach oben oder nach rechts? Ah, ich gehe erstmal nach rechts. Ich bin jetzt gerade hier. Hinterhalt! Yay! Gottes. Ah, ich weiß nicht. Na, so begeistert bin ich jetzt nicht vom Flammenwerfer.
Naja. Aua. Dann lieber Bumerang. Oh, eine violette Kiste, Mana-Schub. Fügt ein Mana-Punkt hinzu. Das als Karte? Okay, interessant. Und da sind bestimmt wieder nur Juwelen drin. Jo. Ah ja, jetzt öffne ich von der Seite die Tür, jawohl. Okay. Habe ich zumindest einen Weg schon mal aufgemacht. Ja, dann nach oben. Oh Gott. Der will mich fressen. Jo, der hält aber ganz schön was aus. Hau ab. Oh, Hilfe. Ich habe dich ja überhaupt gar nicht gesehen. Und noch ein paar Münzen einsammeln. Ja. Wenn jetzt hier oben, dann nehme ich auch natürlich den oberen Weg jetzt hier. Natürlich. Schön von der Seite platt machen. Aua. Okay. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Jetzt kommt langsam wieder mehr Wasser hinzu. Ich glaube, in den gelben Kissen, da sind, glaube ich, immer nur Rubinen drin. Ha, eine Münze. Gehe ich ja weiter nach oben. Ich befürchte, dass oben der richtige Weg ist. Ich will zumindest den einen Weg da noch gehen, den ich da jetzt noch gehen kann. Hoffe ich zumindest. Den da nehmen kann. Nee, hier nicht. Ein naja, quasi unhalb von mir. Genau. Ja, ne? Genau. So, und jetzt irgendwo hier links.
Genau, da ist ja noch eine Tür. Oh Gott. Wow, 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 wow. Vorsicht, Vorsicht. Ah, Bombenzünder. Ja, toll, dafür müsste ich jetzt wieder zum anderen See. Weil da waren ja, glaube ich, ein oder zwei Stellen, wo ich so eine Bombe anzünden konnte. Ach Gott, hier. Warte mal, unten links, da gibt es aber noch einen Weg. Den würde ich gerne erkunden, wenn es noch geht. Nee, geht's nicht, weil ich glaube, hier ist Wasser. Ja. Das ist natürlich scheiße. Ja, dann... Ah, unten rechts gibt's ja auch noch einen Weg. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Geh erstmal nach oben. Ja. Das ist bestimmt der richtige Weg, aber ist egal. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Aua. Haha, verarscht. Okay. Bam. Na komm. Gehe ich jetzt den Weg. Das ist wirklich der richtige Weg schon. Oh Gott. Ah ja, jetzt bin ich hier wieder beim Spiegelsee. Bin ich ihn jetzt nach da unten? Wo war jetzt die Stelle, wo ich den Zünder aktivieren musste? Wer bist du denn? Ach, das ist Irene. Hey, Rain, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Irene, bist du das? Du siehst so anders aus. Ach ja? Was machst du denn hier im Pyjama? Wir brauchen dich im Schloss. Was ich mache? Naja, zunächst einmal habe ich dich geschnappt, kurz bevor Robin dich in Stücke gesprengt hätte. Ich wollte dich zwar nicht in den Untersee schicken, aber ich hatte nicht genug Zeit, um die Landung vorzubereiten. Also hast du mich gerettet? Ja.
Aber täusch dich nicht, ich bin auf Robins Seite. Sie gab dir einen Befehl und du hast ihn missachtet. Du hast eine Tracht Prügel verdient. Ich dachte nur nicht, dass sie so weit gehen würde. Darum habe ich eingegriffen. Was hast du dir nur dabei gedacht, dich mit dem Engel der Zerstörung anzulegen? Sie hat mich angegriffen. Ich war dabei, die Maschine zu reparieren und dann wurde sie richtig sauer auf mich und wollte, dass ich verschwinde. Du bist also dem Ehrwürdigen und nicht uns gegenüber loyal. Wir stehen alle auf derselben Seite. Wenn wir die Maschine nicht reparieren, werden die Invasoren gewinnen. Nach allem, was du durchgemacht hast, willst du dann Schnieders einfach den Daigadai überlassen? Das alles kümmert mich überhaupt nicht. Robin hat uns befohlen, abzuwarten und die Invasoren in Ruhe zu lassen. Mehr muss ich nicht wissen. Wir haben sowieso einen Großteil unserer Verbindung verloren. Wir können nicht mehr kämpfen. Selbst wenn ihr eure Verbindung verloren habt, könnt ihr sie wiederbekommen. So wie ich. Hörst du mir überhaupt zu? Robin hat uns befohlen, abzuwarten. Weiß besser Bescheid als wir alle. Du glaubst, du kennst sie, nur weil ihr euch während des Trainings nahe standet? Du warst nicht dabei, als es bergab ging. Sie musste härter werden, für uns alle. Sie war unser Fels in der Brandung. Wir haben uns auf sie verlassen. Und jetzt, nach all dem, tauchst du plötzlich auf und selbst und stellst ihre Handlungen in Frage. Was glaubst du, was sie sich deswegen fühlt? Du hast recht. Sie ist nicht mehr die gleiche, die ich im Training kennengelernt hatte. Ja, sie war knallhart. Und sie war eiskalt. Aber sie war fair, großmütig und freundlich. Dieser Zorn war vorher nicht da. Ich muss wissen, warum sie sich so verhält. Ich kann ihr nicht einfach blind vertrauen. Naja, ich kann es. Irene. Was ist mit ihren Augen passiert? Tja. Der Abschluss der Mission war eigentlich der einfache Teil. Dann griff Robin mich an und ich landete außerhalb der Stadt. Ich habe auch Irene getroffen. Ich war froh, sie zu sehen, aber sie hat sich auch verändert. Ich habe 3 der 4 Night Witches getroffen. Eine von ihnen ist tot und die anderen beiden sind nicht gerade gut auf mich zu sprechen. Ich habe so ein schlechtes Gefühl wegen all dem. Die Dinge wären wohl anders verlaufen, wenn ich im Krieg bei ihnen gewesen wäre. Ich hatte mich so geschämt, dass ich nach all den Jahren nicht nach ihnen sah. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Wie auch immer. Für Selbstmitleid habe ich jetzt keine Zeit. Ich sollte mich im Schloss melden. Moment mal. Ich konnte doch da gerade was machen. Da Katzen. Konnte ich dann nicht gerade X drücken? Bums. Genau, jetzt habe ich ja auch die Abkürzung freigeschaltet. Ja, darf ich offscreen dann erstmal wieder suchen. Tja, haha.
Man kann aber hier auf der Minikarte, das kann man ja bei den ganz neuen oder jetzt zumindest in gewissen Metroidvania spielen, kann man ja auch ja im Kartenmodus ja auch bestimmte Stellen markieren, aber hier kann man das nicht. Ja. Irgendwo hier war eine Stelle, wo ich jetzt das machen konnte. Oder ich suche jetzt, bevor ich zum Ziel gehe, einfach danach. Ich melde mich gleich wieder zurück. Bis gleich. Ja, mein Lieben, ich melde mich hier kurz zurück. Also ich habe das die Stellen immer noch nicht gefunden jetzt. Ich bin jetzt hier beim Untersee nochmal und habe hier ein kleines Rätsel entdeckt. Was allerdings nicht so einfach ist, das wollte ich euch auch nur kurz zeigen. Ich weiß, wie ich das machen muss, weil die Bomben explodieren, sobald ich in der Nähe bin oder irgendwo abprallen. Und diese komischen Tentakel-Dinger, die gehen nur durch die Bomben weg. Deswegen wollte ich euch das jetzt auch nur kurz zeigen. Und meld mich, sobald ich das irgendwann geschafft habe. Bis bald. Okay, meine Lieben, ich habe das Rätsel geknackt. Hab da ein paar Versuche gebraucht. Und jetzt bekommen wir hier was. Armageddon. Vernichtet jeden Gegner um die Bürgerin herum mit einer mächtigen Magiewelle. Geil. Das hört sich gut an. So, und da unten ist auch noch eine Tür, aber da komme ich auch noch nicht weiter. Ich habe echt die Stelle nicht mehr gefunden, ey. Ja, ist egal. Ich melde mich, wenn ich kurz vorm Ziel bin. Also bei der Hauptstory wieder. Bis bald.